Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 18. Ich habe mich gerade mal mit meinem Weihnachtspullover vor unseren Weihnachtsbaum im Schlafzimmer gesetzt und zum Jahresende wollte ich einfach nochmal ein kleines Q&A machen mit Fragen, die ihr mir bei Instagram stellen konntet. Es sind ein paar ganz coole Fragen dabei und ja, ich schnack gar nicht lange, sondern wir fangen direkt an und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich finde das irgendwie immer ganz schön, so zum Jahresende so ein Q&A zu machen, weil oft dann auch Fragen dabei sind, die das ja so ein bisschen Revue passieren lassen oder wo man dann einfach nochmal so ein bisschen, ja, bei gewissen Fragen nachdenken muss, was ist denn eigentlich so über das Jahr verteilt, so passiert und so weiter. Deswegen finde ich das einfach ganz schön. Ich habe hier mein Handy, natürlich auch sehr weihnachtlich. Und suche mir jetzt einfach mal ein paar Fragen raus, die ich beantworten werde. Da kommt auch schon die erste Frage und zwar fand ich die total schön. Und zwar, deine Rhetorik ist sehr stark. Du wählst deine Worte immer so gut aus. Hast du das irgendwo speziell gelernt? Also ich musste bei dem Kommentar bzw. bei der Frage erstmal so ein bisschen überlegen. Natürlich erstmal vielen, vielen Dank, dass das so wahrgenommen wird. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich habe irgendwann einfach so ein bisschen darüber nachgedacht, wenn ich so Q&As mache oder wenn ich wichtige Gespräche führe, wenn ich Real Talks mache, also im wahren Leben und halt dann auch mit den Videos, habe ich einfach überlegt, ich möchte mich immer so gut es geht ausdrücken und so gut es geht einfach alles erklärbar bzw. halt auch super verständlich sagen. Selbstverständlich ist die Angst immer da, dass man irgendwas Falsches sagt und die Angst, dass man eventuell etwas so falsch sagt, dass derjenige das vielleicht in den falschen Hals bekommt. Oder dass man es auch so, wie es gar nicht gemeint ist, irgendwie erklärt. Die Angst ist immer da oder dass andere einen einfach nicht verstehen. Und dann habe ich mir irgendwann einfach so ein bisschen selbst beigebracht oder versucht, mir beizubringen, es so verständlich wie möglich zu erklären. Ich bin auch ein Mensch, ich gestikuliere gerne, auch wenn ich in Rage bin oder auch normal. Ich gestikuliere irgendwie immer und mache so und so. Ich bin halt einfach ein Mensch, der viel so mit seinen Händen macht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Dankeschön für das Kompliment. Also für mich ist es ein Kompliment. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und es freut mich da natürlich auch, dass das so gut bei euch ankommt. Oder dass man halt irgendwie auch sieht oder dass man merkt, dass ich mein Bestes gebe. Und dass ich einfach so ein bisschen versuche, es so verständlich wie möglich auszudrücken. Aber ich habe es nicht irgendwie speziell gelernt oder so, sondern ich versuche einfach nur mein Bestes. Die nächste Frage hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und in der Weihnachtszeit ist es ja so, sowieso irgendwie, also bei mir ist es ganz stark so, dass man über vieles viel mehr nachdenkt und über das neue Jahr, auch wenn man das vielleicht gar nicht so will, aber mit dem Jahreswechsel hat man irgendwie trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich total viel ändert. Und die Frage ist, was passiert mit der unteren Wohnung, wenn deine Oma nicht mehr lebt? Und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Nicht, weil ich nicht weiß, was dann passieren soll, sondern weil es natürlich ein Thema ist, worüber man nicht gerne nachdenkt, worüber man nicht gerne spricht. Und ich hoffe, dass das noch ganz weit in der Zukunft liegt und möchte mir da wirklich auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen, ehrlich gesagt, weil das Thema natürlich auch sehr emotional ist. Natürlich ist es nicht so, dass wir denken, dass es für immer so bleibt. So ist das Leben, so ist der Lauf der Dinge und es geht natürlich nicht. Und natürlich muss man sich dann auch in diesem großen Haus bewusst sein, was passiert dann und so weiter. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, also für mich und Jakob ist eigentlich immer, seit wir hier wohnen, klar, dass das für immer unser Zuhause sein soll. Sonst würden wir auch gar nicht diese ganze Liebe und Zeit und so weiter hier investieren. Und für uns ist auch klar, dass wir auch die untere Wohnung behalten werden, auch wenn meine Oma irgendwann mal nicht mehr leben sollte. Denn natürlich haben wir da unten auch ganz viel Zeit und Geld und alles investiert, um es schön zu machen, dann ist das natürlich auch der einzige Weg, um in den Garten und in den Keller zu kommen. Das ist für uns dann logisch wäre, dass wir nicht jetzt sagen würden, ja okay, da soll jetzt jemand Fremdes rein, dann geben wir die Wohnung einfach ab. Wir wohnen ja hier oben, denn für uns käme es nicht in Frage, Keller, Garten und unten auch die Wohnung aufzugeben. Natürlich wird wahrscheinlich die erste Zeit da unten erstmal alles leer stehen. Man wüsste nicht so genau, was soll man da unten machen, weil es ist halt jetzt eine Wohnung für eine weitere Person und ich könnte mir gerade nicht vorstellen, dass da unten jemand anderes wohnt. Wir würden es aber auf jeden Fall nicht abgeben, sondern würden es einfach dann so machen, dass das komplette Haus dann nur für uns ist und dass da auf jeden Fall niemand Fremdes reinkommt, weil so nah oder so eng mit so Wohnungstür an Tür mit jemand Fremdem wohnen, fände ich schon sehr, sehr komisch und auch sehr befremdlich. Deswegen würde ich mir das auf jeden Fall nicht wünschen. Aber was jetzt genau mit jedem einzelnen Zimmer da irgendwie passieren würde, keine Ahnung. Wäre vielleicht ganz praktisch dann für Besuch, wenn Eltern oder Freunde, Bekannte,
andere Familie und so vorbeikommt. Das wäre natürlich dann super praktisch, weil dann sozusagen ein eigener Bereich wäre. Aber so konkrete Pläne noch nicht. Ich fand die nächste Frage wirklich super, super schön. Und zwar, wünschst du dir manchmal auch mehr Zeit, um wirklich das Leben zu leben, anstatt der Hektik und dem Stress? Definitiv ja. Ich finde teilweise wirklich, auch momentan in der letzten Zeit habe ich das sehr oft gemerkt, dass die Zeit einfach so verfliegt und dass man einfach nur noch funktioniert. Dass man manchmal auch so einen Tunnelblick hat und man funktioniert einfach nur in vielen Dingen und man versucht einfach nur alles aufrechtzuerhalten, sei es Arbeit, Privatleben und Termine, die man hat oder sonstige Sachen. Dass man einfach nur versucht, dass das alles so gut es geht, flüssig läuft und dass es so gut es geht, funktioniert, aber dass man gar nicht so wirklich das Leben wahrnimmt. Das habe ich bei mir ganz, ganz stark gemerkt und will das definitiv auch ändern wieder und wieder das Leben mehr genießen. Also klar, die Vorweihnachtszeit, die ist ja sowieso mal ein bisschen stressig, schon alleine bei uns oder bei mir mit Vlogmas, und dann kann man sowieso nicht komplett alles genießen, was auch kein Vorwurf ist, sonst würde ich das alles hier nicht machen, also versteht das bitte richtig. Aber definitiv ist das dann bei mir zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit auch so eine Sache, wo man dann manchmal auch gar nicht so richtig dieses alles genießen kann und gar nicht sich da auf die schöne Vorweihnachtszeit oder diese ganzen Sachen in der Vorweihnachtszeit konzentrieren kann. Und wenn man das aufs ganze Jahr betrachtet, dann finde ich sehr stark, dass manchmal einfach nur dieses Funktionieren im Vordergrund steht und dass man einfach gar nicht richtig lebt. Die kann man vielleicht auch gar nicht so ändern, weil es ist halt nun beim Leben so, man muss arbeiten, man hat Termine, man muss dies und das und jenes. Ich finde aber, man kann sich selber schon so ein bisschen diesen Druck oder Stress rausnehmen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber mir geht es auch auf jeden Fall oft so. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ob ihr das auch schon mal gemerkt habt. Dann kann man sich da vielleicht so ein bisschen austauschen, aber dieses Leben, das kommt manchmal so, dass es total auf der Strecke bleibt und das ist wirklich sehr schade. Dann kam auch die Frage, wie feiert ihr Weihnachten? Wir werden Weihnachten wie immer hier bei uns feiern. Seit wir hier wohnen, habe ich so ein bisschen die kleine Tradition eingeführt, dass wir Heiligabend alle zusammen hier bei uns sind, weil ich das einfach so, so schön fand. Und man hat halt hier so viel Platz, meine Eltern kommen, Jakobs Eltern kommen, seine Tante ist dabei, Oma ist dabei und wir sind einfach alle zusammen und das ist einfach so, so schön. Ich finde es einfach toll, weil die letzten Jahre war das auch immer so ein bisschen kompliziert mit Arbeiten und wer muss arbeiten, wer kann kommen, wer kann nicht kommen. Und deswegen finde ich das umso schöner, dass es seit wir hier wohnen, also seit jetzt das dritte Jahr, klappt. Ja, das ist für mich einfach so richtig das schönste Weihnachtsfest überhaupt, wenn alle zusammen sind und vor allen Dingen, wenn die Eltern sich untereinander auch immer so schön unterhalten, wenn sich alle verstehen. Das wird hoffentlich noch ganz, ganz lange so bleiben und da würde ich auch wirklich nicht dran ändern wollen. Also eine der meistgestelltesten Fragen tatsächlich ist, ob wir noch eine weitere Reise in die USA planen. Und dann kommt auch noch die Frage dazu, ob wir uns wegen unserer Reise das Auswandern in die USA vorstellen können. Das fragt ihr mich jetzt schon, seit wir wieder zurück sind, beziehungsweise auch während wir da waren, habe ich schon ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen. Tatsächlich ist es geplant, dass wir auf jeden Fall wieder dorthin fliegen. Nicht nur, weil es uns da so gut gefallen hat, sondern schon alleine, weil halt da die Familie wohnt. Und ich sage immer Familie einfach so, nicht Jakobs Familie, sondern für mich ist es auch meine Familie. Ich habe schon ganz oft auch angesprochen, diese Leute da, die haben mich so herzlich aufgenommen. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben bei Familie so wohl gefühlt, obwohl ich die ganzen Leute zum ersten Mal gesehen habe. Ich war glücklich darüber, die endlich kennenzulernen und ganz, ganz viel zu erfahren, wie sie so sind. Und ich habe mich da so wohl gefühlt. Alle Leute waren lieb, waren nett, waren herzlich, haben mich aufgenommen, als wäre ich schon immer da gewesen. Ich habe mich wirklich, wie gesagt, noch nie so wohl bei Familie gefühlt als da. Und es ist für mich tatsächlich, seit wir wieder da sind, sehr, sehr schwer, damit klarzukommen, dass wir nicht mehr da sind. Das hätte ich so nie für wirklich gehalten. Für mich ist es einfach so, so schwer, dass wir nicht da sind. Ich wäre am liebsten überhaupt nicht weggeflogen. Aber das hat noch nicht mal mit dem Land persönlich was zu tun, obwohl es, wie gesagt, für uns super schön war. Natürlich gibt es da auch schlechte Sachen. Es gibt da auch blöde Ecken, genauso wie in jedem anderen Land. Versteht mich nicht falsch. Aber für uns war das einfach so magisch, wirklich. Das war für uns so krass, das dann alles auch zu sehen und vielleicht auch so ein paar Insider-Tipps zu kriegen, so Insider-Sachen zu sehen, weil die Family halt wusste, was sie uns am besten zeigt. Das war natürlich nochmal schöner. Aber ja, ich vermisse alle dort wirklich sehr. Aber ich merke bei mir, dass das wirklich super, super schlimm ist. Und das ist für mich wirklich, weil ich habe mich noch nie so dazugehörig gefühlt. Und das, obwohl es ja noch nicht mal meine Blutsverwandten sind. Menschen, die mir so viel Liebe entgegenbringen, das hatte ich noch nie. Und das habe ich noch nie so gemerkt. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal schwer, dass man diese Menschen nicht immer um sich hat und dass man die nicht immer sehen kann.
Und tatsächlich, ja, haben wir über das Thema Auswandern dahin schon gesprochen. Wie aber viele wissen, es ist super schwer. Es ist wirklich super schwer, in die USA zu kommen. Die haben sehr strenge Gesetze, die haben sehr strenge Einwanderungsgesetze und Vorschriften. Es ist wirklich super intensiv, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das kann man nicht mal einfach so, dass man so wie zum Beispiel innerhalb der EU sagt, ja, ich gehe jetzt dahin und so. Das ist halt hier dann wieder ein bisschen besser. Aber ja, wie gesagt, wir haben uns darüber schon unterhalten. Es käme für uns in Frage, aber auf jeden Fall nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Denn wir möchten auf jeden Fall erstmal, Jakob soll seine Ausbildung beenden. Jakob möchte erstmal hier in dem Berufsleben so ein bisschen, sich finden, sage ich jetzt mal, oder das und das noch machen, was er sich halt so vorstellt, was er so für Pläne für die Zukunft hat. Und es ist natürlich auch klar, meine Oma ist noch da und solange sie da ist, würde das für uns nicht in Frage kommen, denn ich könnte die jetzt nicht mehr einfach so mitnehmen. Wenn das jetzt super einfach wäre, dorthin zu gehen, dann wäre ich jetzt schon da. Das sage ich euch einfach offen und ehrlich. Ich wäre jetzt schon da, ich hätte meine Oma eingepackt, meine ganzen Klamotten und wäre schon da. Aber so einfach ist das leider nicht, das ist super schade. Aber wie gesagt, ja, ich vermisse alle dort. Unsere Reise war das Wunderschönste, was ich in diesem Jahr erlebt habe. Und diese Erinnerung kann mir nie mehr jemand nehmen. Ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz viele Jahre Erinnerungen sammeln werde. Und wer weiß, wie es in 20 Jahren ist. Vielleicht lebe ich dann irgendwann da oder wir. Wie einige wissen, ist es natürlich dann auch ein bisschen einfacher, wenn man Familie dort hat. Also die könnte einen tatsächlich darüber holen. Aber das wäre ein bisschen komplizierter, weil wir halt nicht so die direkte Familie sind, sondern dann wieder so Cousin, Cousine, so und so viel Grades und so. Deswegen, ja, das ist ein Thema für die Zukunft, aber das Thema hat euch auf jeden Fall sehr beschäftigt, denn ich habe sehr viele Fragen dazu bekommen. Und zwar, wie war dein Jahr 2023 und was wünschst du dir fürs neue Jahr 2024? Also mein 2023 war eine Katastrophe, sag ich mal so. 2022 hat mir schon den Rest gegeben, wo ich dachte, ach komm, das neue Jahr muss besser werden, es war so viel Blödsinn, das will ich nicht nochmal. Und dann kam 2023 und dachte sich, nee, da hauen wir jetzt nochmal einen drauf. Also dieses Jahr war wirklich eine Katastrophe. Es sind viele Dinge schiefgelaufen, es sind viele Dinge einfach passiert, die super schade sind, die super schlimm waren. Und ich habe das auch nicht immer so kommuniziert, weil manche Sachen dann einfach zu privat waren und ich einfach auch bei manchen Sachen versucht habe, das zu verdrängen, aber mein 2023 war wirklich nicht schön. Natürlich gab es auch schöne Sachen, wie gesagt, unsere USA-Reise, das war das Schönste in diesem ganzen Jahr und das werde ich einfach nie vergessen. Das war einfach mein erster Flug. Ich habe das erste Mal im Flugzeug gesessen und ich war auf amerikanischem Boden, ich war auf kanadischem Boden. Das war... Ich könnte heulen, wenn ich dran denke. Es war einfach das Schönste, was ich erlebt habe. Wir hatten auch schöne Momente als Paar, Jakob und ich. Wir hatten aber auch sehr traurige Momente, die wir gemeinsam schaffen mussten. Auch andere Dinge, die einfach so doof gelaufen sind. Die mentale Gesundheit, die war in diesem Jahr auch nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Man war nicht an dem Punkt, den man sich vielleicht erhofft hatte. Und also 2023 hat mir den Rest gegeben. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, ich bete und hoffe, dass 2024 besser wird. Ich würde mir wünschen, dass einfach alles ein bisschen leichter ist, dass alles ein bisschen besser wird und ja, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr positivere Nachrichten hört und nicht nur die ganze Zeit einen drauf bekommt und wieder irgendwas Neues ansteht. Wir sind natürlich schon daran dieses Jahr als Paar zusammengewachsen, sage ich mal, und wir haben viele Dinge einfach so gut gemeistert, aber trotzdem würde ich mir wünschen, für 2024 einfach ein bisschen weniger Drama im Leben zu haben und ein bisschen weniger Überleben, sondern mehr Leben. Und das Leben mehr genießen. Wir wollen viel mehr als Paar uns Zeit füreinander nehmen. Wir haben dieses Jahr ja ganz, ganz viel durch dieses, wie gesagt, Drama, was bei uns drumherum war, einfach so ein bisschen weniger Zeit dafür gehabt. Und ich bin sehr froh darüber, dass Jakob und ich zum Beispiel unsere Beziehung so gefestigt ist, dass uns das jetzt nicht so viel ausgemacht hat. Aber trotzdem wollen wir im neuen Jahr auf jeden Fall mehr darauf achten, mehr auf uns achten und wieder mehr für uns machen. Jakob, der wird natürlich nächstes Jahr seine Ausbildung abschließen und ich bin mir sicher mit Bravour, also der ist ein kleiner Musterschüler. Da könnte ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, wenn ich noch zur Schule gehen würde. Wir wollen definitiv nächstes Jahr nochmal in die USA. Wir hoffen, dass wir es mindestens einmal im Jahr schaffen, dort die Familie zu besuchen. Das würde uns so, so viel bedeuten. Ja, dass meine Familie gesund bleibt, dass meine Oma gesund bleibt, dass alle das bekommen, was sie sich wünschen und dass es für jeden einfach ein bisschen leichter wird. Solche Dinge. Also ich wünsche mir wirklich eigentlich gar nicht so viel. Ich wünsche mir gar nichts Materielles. Aber ja, ich bin wirklich sehr froh, wenn dieses Jahr vorbei ist und hoffe wirklich,
dass das neue Jahr mit viel, viel mehr Leichtigkeit beginnt und dass das Jahr einfach ganz viele tolle Momente für uns bereithält. Dann würde ich sagen, ich hoffe, Vlogmas Tag 18 hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, zu der einen Frage, wie das bei euch ist. Ob ihr auch das Gefühl habt, dass das Leben einfach so vorbeischwindet und dass man gar nicht richtig lebt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann können wir uns ein bisschen austauschen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns direkt morgen bei einem neuen Vlogmas Tag wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss.